Yoga-Ausbildung gemacht habe. Und dann habe ich mir überlegt, komisch, wir trainieren eigentlich immer nur jene Muskeln, die verdeckt sind normalerweise. Und unsere Visitenkarte und unser Gesicht bleibt eigentlich immer untrainiert außer. Am besten vorher-nachher-Foto machen, also bevor man zu trainieren beginnt. Und es geht einfach auch ums natürliche Strahlen. Genau. Es macht einfach einen Unterschied. Ja, ich meine, so wie du gesagt hast, wir werden alle älter. Irgendwann kommen dann hängende Bäckchen oder die Augenlider werden schlaff oder es entwickelt sich hier eine Falte, weil einfach die Wangenmuskulatur halt auch mit der Zeit logischerweise irgendwann erschlafft. Und es geht einfach darum, auch den Blick zu öffnen und strahlender zu lernen. Strahlender zu lernen. Viele Frauen. Der freundliche Blick.